Now we're talking. Herzlich willkommen zurück zu Engineers. Mit Gorobai. Höre auf. Ich höre auf. Wenn das einer in seinen Titel schreibt, klickt nicht drauf. Nicht drauf, das ist eine Falle. It's a trap. Er hört gar nicht auf. It's a tarp. Meistens hören sie nicht auf. Eben, meistens hören sie gar nicht auf, sondern hören nur mit irgendwas Bestimmten auf, was keinen juckt. Das ist wie so Sachen, die ich auf Twitter ganz oft lese, so von wegen, oh, mein Kanal, der wird völlig umgestellt werden. Ich werde alles anders machen. Ja, und es wurde nie was anders gemacht. Auch ein Klassiker. Ist mega Klassiker. Hasse ich ja wie die Pest. Dann kündigt das nicht an. Macht einfach. Ich hasse. Weißt du, die labern da immer riesig drumrum. Ich werde alles anders machen. Das wird richtig geil. Und dann passiert nichts. Oder das, was sie machen, ist mega scheiße. Oder dasselbe, was sie vorher schon gemacht haben. Ja. Ich hasse das. Oder Mist. Da hab ich kein Mitleid mit dann. Ich mir, ja. Gut. Oder wenn sie es ankündigen, denke ich mir, oh gut, passiert eh nichts. Bleibt alles wie es ist. Alles bleibt, nichts muss. Gibt's ja oft, sowas. Schrecklich. Nee, das ist so eine, ich weiß nicht, das ist so eine. Ich hoffe, die Leute finden mich dann wieder interessant, Masche. Ja, aber allgemein dieses, ja, ich habe total große Pläne, wir machen das so und so und so und so und da ändert sich nichts. Ja, Pläne habe ich auch große, aber die Umsetzung hapert. Ja, aber dann machst du ja kein Video dazu und sagst, oh, nee. Große Pläne. Ich habe schon so viele Sachen mal überlegt, aber das kannst du alles nicht machen, weil du keine Kohle hast oder, weiß ich nicht. Keine Zeit. Keine Zeit vor allem. Keine Sponsoren oder was weiß ich. Sponsoren, willst du Sponsoren haben? Immer. Ich kann ein paar Sponsoren organisieren. Klicke einfach auf diesen Link. Klicke auf diesen Link. Und das wird dir was Unglaubliches passieren. Das, was du nie erwartet hättest. Ja. So. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Dann passiert etwas Unglaubliches. Hallo. Was ist das hier? Das ist der Energiecube. Das sieht so toll aus. Ja, ne? Wenn er leer ist, sieht man ihn nicht mehr. Das heißt, der ist nur da, wenn Energie drin ist. Cool! Hey, cool! So, jetzt stelle ich die Maschine wieder hin und dann ist alles Taco. Taco, Taco! Taco, Taco, Burrito, Burrito. Taco, Taco. Ui. Who eat my Taco? Jetzt reiße ich die Wand wieder ab. Bin so gut. Du ist ja deine Hilfe hier. Ah! Da! Oh Gott. Nehme ich überhaupt auf? Oh nein. Ups. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Nevias. Wir haben unter dem Haus ein riesen Wasserloch. Ey. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Du bist so kreativ. Los, was? Wie heißt das? Wir können jetzt mit Railcraft arbeiten. Ja, mach doch. Ich finde, Railcraft ist die nervigste Mod von allen Mods. Findest du? Ja. Finde ich wirklich. Oh nein. Oh Gott. Okay, und warum? Was? Das ist einfach nur so umständlich. Also aber auch so krass umständlich. Wurde Technik Minecraft damals nicht gefeiert, weil es umständlich ist? Ja, ich finde, aber Railcraft ist so unnötig umständlich. Also, ich meine, du kannst im Prinzip in Vanilla Schienen bauen. Die haben sie rausgenommen, nur damit du mit Railcraft Schienen bauen kannst. Klingelt mein Telefon wieder. Mein Gott. Moment. Oder Mikrofon muted. Oh, man kann Block of Diamond chiseln. Leute. Den muss ich unbedingt. Ja. Ein Slab Furnace. Cool.
Mine Factory Reloaded. Emmets, Pro. Das müsste ich doch bauen können, warte mal. Okay, da fehlen nur die Tanks, oder? So. Okay. Kann das Ding jetzt? Mikrofon aktiviert. Ich brauche mal Strom. Was? Gott, ey. Dämliche Menschen überall. Hässliche Menschen. Dämliche, nicht hässlich. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Hat er es jetzt gefunden? Nee, er hat jetzt angerufen. Also die Pizzeria hat richtig angerufen. Vorher hat er nur der Fahrer angerufen, dass er das nicht findet. Und jetzt ruft Pizzeria an und fragt, ja, hier, was ist hier mit Adresse? Ich so, ja, hier, die und die. Und dann, ich wohne in Dortmund, das ist ja kein Geheimnis. So, ich wohne aber auch fast zur Grenze nach Bochum schon. Und dann fragte er, ist Adresse Dortmund oder Bochum? Ich so, Dortmund. Ach, Dortmund. Dann ist er in 15 Minuten da. Er ist wohl nach Bochum gefahren. Oh. Ja. Das ist ja nicht so smart. Nee. Das ist noch nie passiert. Was? Krieg ich jetzt keine Energie hier raus? Was denn? Ich spiele nur gerade mit einer anderen Mod. Was machst du denn? Spiel. Ach du großer Gott. Spiele Gott. Upsala. Jetzt aber. Hier, jetzt kommt Energie rein. Und? Was wird passieren? Irgendwie habe ich Angst. Wo bist du? Da hinten. Passiert nichts. Das ist enttäuscht. Oh. Das hat ja super geklappt. Und siehst du, dass Energie rein. Au, ey, was passiert? Hast du mich eingebaut? Nee, das warst du selbst. Wie ich das denn geschafft? Aber woran ich sehe, dass Energie reinkommt? Achso, an den Dingen, ja, hier. Aber es worked halt nicht. Weil er kein Wasser hat. Ja, wieso nicht? Das steht doch im Wasser. Ja, aber der saugt vielleicht kein Wasser ein. Nur mal einen Eimer. Müsste doch mit dem Eimer funktionieren, oder? Hui! Ja, geht. Geht? Ja. Hast du es getestet? Ja. Sag doch, dass du das einmal hast. Oder habe ich da Wasser draufgesetzt? Warte. Ich glaube, du hast noch Wasser draufgesetzt. Mach mal wieder weg. Tank. Warte. Fluido. Wäre witzig, wenn wir hier ein paar Fontänen ins Wasser stellen. Servo. Ich habe Wasser in den Tank getan. Da. Ohne Mist, das jetzt.
Das ist die Fontäne. Das ist alles. Jetzt bin ich enttäuscht. Also, so richtig enttäuscht. Braucht er das Wasser auch noch? Ja, ganz langsam. Ist ja dreist. Nee, er verbraucht's nicht, oder? Aber das ist ja echt traurig. Ich dachte, die wäre so schön hoch. Ich dachte auch, das wäre irgendwie so eine. So wie die Sprinkleranlage oder so. Das wäre witzig gewesen. Aber das hier. Das wofür ist braucht man das denn dann? Ja, keine Ahnung. Für nix. Die ist ja nicht mal irgendwie krass hoch so. Nee, eben. Die ist einfach nur. Kann man die noch einstellen? Ja, da ist ja irgendwie noch ein Slot, ne? Oh. Was? Warum bleibt das Wasser da? Die hat ja hier noch so einen Slot. Ich weiß nicht, was das ist. Unter dem. Weißt du? Das ist ein. Warte, das kann ich dir geben. Tu's einfach rein. Ja, warte. Das hier. Wenn wir jetzt Glück haben, geht das Ding mega ab. Woo! Wow! Das ist ein Elmer Radius Upgrade. Die gibt's auch in kleiner. Now we're talking. Now we're talking. Das ist eine Fontäne. Siehst du ja jetzt da drin, was das für ein Ding ist, und dann kannst du die selbst bauen. Die gibt's in verschiedenen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal das größte Upgrade. Ah, doch, nee. Es gibt doch. Das ist der größte, der drin ist. Ja, gut, aber es ist halt auch behindert, weil man da unter so eine Maschine stehen haben muss. Ja. Na, wobei Strom kann man halt unterirdisch machen, nur das Wasser irgendwie nicht. Der kriegt ja durch das Wasser auch Strom mit den Solardings. Anscheinend, oder? Nee. Doch. Ja? Also er hat noch. Der hat aber gar kein Wasser mehr. Ja, und du musst es halt einen Aquius-Akkumulator daneben stellen. Ja, toll. Aufwand. Ja gut, ich bin ein bisschen enttäuscht. Kann ich das Ding jetzt ausstellen? Ich dachte jetzt auch, du haust hier den Obershit raus. Ich dachte ja. Das Wasser geht nicht weg. Ja, das ist halt, das ist dann wirklich Gesetz von Minecraft. Das bleibt dann da. Bin jetzt enttäuscht, baue das ganze Ding wieder auf. Oh. Dachte, okay, jetzt kann man hier so ein bisschen rumspielen mit den Sachen und dann. Dann nix, ey. Dann bin ich so ein bisschen. Ein bisschen mupfig. Ja, kann man ruhig sagen, Mensch, ja. Ist auch okay. Ja gut, aber die Fontäne bleibt halt. Also im Prinzip könnte man hier ein paar Fontänen anmachen und dann sind die halt da. Das könnte man tun, ja. Im Wasser. Nur halt da, wo sie jetzt ist, ist halt scheiße. Fuck. Wie mache ich das? Das ist. Oh shit. Da. War schon gar nicht so schlecht, was ich gemacht habe. Den dahin. Ah, oh, den kann man nicht abbauen. Oh, fuck. Zack. Was ist das hier? Ne, die brauche ich nicht mehr. Das können wir auch da dran packen, ist ja egal. Rolling Machine, Alloy Smelter. Weißt du, was mir gestern passiert ist? Nein. War in dem Teil von YouTube, wo man nicht hin möchte. Es gibt viele Teile von YouTube, wo du nicht hin möchtest. Ja, da weiß ich aber, dass wir beide nicht hin möchten, glaube ich.
Der Wese? Also, von den Beauty Channels. Warum? Das ist einfach Zufall gewesen. Rumgeklickt und dann einfach nur vorgeschlagen. Aus Versehen Videos. Auf einem Beauty Channel geklickt. Nein! Was willst du mir hier eigentlich erzählen? Dass ich verstört bin. Okay. Dass man mit so viel Scheiße Geld verdienen kann. Ich wollte es nicht sagen, aber ja. Boyfriend-Tags. Ich meine, hallo, wenn meine Freundin mir sowas vorschlagen würde, würde ich ihnen einen Vogel zeigen. Gut, wenn meine Freundin eine Million Abos hätte und mich dann fragen würde und damit das Geld verdient, dann würde ich es mitmachen. Ne. Ja, wenn ich dafür, wenn ich dafür sonst nichts machen muss. Das war teilweise richtige. Das war richtige Scheiße. Also. Richtige Scheiße. Also, ich kann sagen, wie es ist. Es war halt richtige Scheiße. Hör mal, Bibi. Nee, bei dir, bei der war das jetzt zum Glück nicht, ne? Da warst du nicht, in der Ecke warst du noch nicht angekommen. In der Ecke war ich noch nicht. So, also ich war so einer, da schon mal, aber jetzt. Bei so einer unbekannteren Ecke, oder was? Ja. Okay. Bei Dagi. Was? Bei Dagi. Liquid Dark? Was ist denn der denn jetzt mit zu tun? Liquid Dark? Der hat einen Beauty Channel, wusstest du das noch nicht? Hat er? Dagi's Liquid, Beauty. Liquid Dagi. Dagi's Beauty. Die WC-Ente. Oh. Bringt er sich auch nur mit WC-Ente dann? WC-Ente schminken. Bah. Den habe ich hier im Primark gekauft. Den gibt's im DM im Reinigungsabteil. Wir meinen das jetzt übrigens nicht böse. Das ist jetzt nur Spaß. Ist das nicht immer so der klassische, so, da habe ich einen Primark gekauft für 8,99 €? Im Primark, ich habe Kinderarbeit unterstützt. Ich bin da sehr stolz drauf, Kinder. Solltet ihr auch tun, kauft da einen. Link ist in der Beschreibung. Link ist in der Beschreibung, auch mit Kauflink von meinem. Also, für mein Geld halt. Also, Werbelinks. Ich markiere die Werbelinks auch nicht und sage euch nicht, dass ich damit Geld verdiene, obwohl ich es müsste. Aber ich habe ein Video gesehen, wo sie gesagt haben, dass das okay ist. Und mein Netzwerk unterstützt das auch. Offense. Offense. Ja, nicht von welchem Netzwerk du da jetzt sprichst. Ich habe kein Netzwerk genannt. Ich auch nicht. Ich habe nur gesagt, dass das offensiv ist, was du da gerade getan hast. Ja, kann ja wohl. Möglich ist das. Möglich ist das. Ja, ja. So, und bevor ich mich jetzt nochmal richtig um Kopf und Kragen rede, beenden wir lieber die Folge. Schon wieder soweit. Wir sehen uns in einem anderen Part. Kauflinks Folge. Sind in der Beschreibung. Kauflinks sind in der Videobeschreibung. Ich habe mir diese goldene Rolex gekauft. Wenn du die auch haben möchtest, ich habe den Amazon-Link. Ja! Getan. Das sind die besten. Die hat auch nur so 3.000 € gekostet. Ich hab mir diesen Oberklasse-Pkw gekauft. Wenn du auch einen willst, Link ist in der Videobeschreibung. Amazon-Link ist in der Videobeschreibung. Amazon-Link. Stell dir das mal vor, die kleinen 4-Jährigen klicken da drauf, kaufen sich einfach so ein BMW, Alter. Amazon-Link ist in der Videobeschreibung. Klingelt's an der Tür. Und der DHL-Mann bringt so ein Auto und die Mutter denkt sich, what the fuck? Ja, ist bestimmt alles schon mal da gewesen. Feier ich ein bisschen. Das ist ein Luxusschlitten gewesen. Ja, ich würde aber sagen, wir beenden jetzt die Folge wirklich. Ja, okay, warum? Ich hab Hunger. Ja, okay, Leute. Drückt Nefias die Daumen, dass er sein Essen kriegt. Wir hören darüber mehr in der nächsten Folge. Bis dahin. Vielleicht. Tschüss. Tschüss.